Die Banane aus der Vorwärtsbewegung und auf beiden Seiten. Ganz normaler Griff. Ärmel auf Höhe vom Ellenbogen, Hand am Kragen. Nicht zu weit unten greifen, sondern auf Höhe vom Schlüsselbein, damit ihr gut drücken könnt. Ich laufe vorwärts und schiebe ihn nach vorne. Und aus der Vorwärtsbewegung mache ich die Banane. Die Banane kennt ihr schon. Wichtig ist jetzt bei der Vorwärtsbewegung, dass dieser große Auftaktschritt ganz groß ist und ich gleichzeitig mit meiner Schulter nach vorne komme. Mache ich das nicht, kann er mich einfach umrücken und ich falle um. Wenn ich das so mache, dann falle ich nach hinten. Und deswegen muss ich mit meiner Schulter nach vorne, um ihn zu einer Banane zu machen. Hier kommt der Gleichgewichtsbruch. Seht ihr das? Und deswegen ist mein Bein so wichtig, dass das ein großer Schritt ist. Ich laufe also vorwärts, großer Schritt, Bein dahinter stellen und der Wurf. Noch einmal. Aus der Vorwärtsbewegung, großer Schritt, und da ist er sogar schon so umgefallen. Noch einmal. Ihr seht, wenn ihr richtig viel Druck macht, habt ihr hopp und weiter. Jetzt auf der anderen Seite. Jetzt greife ich mit meiner rechten Hand am Ärmel und mit der linken Hand am Kragen. Wieder aus der Vorwärtsbewegung. Ein großer Schritt vorbei. Meine Schulter dagegen, Bein dahinter und weg. Also beim Linkswurf ist alles andersherum.